League of Legends von Riot Games. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, hier bei League of Legends Part 3. So, ich bin kurzfristig hier abgeschmiert. Das war ein bisschen ätzend und wir wollen uns ja was kaufen. Was wollen wir uns kaufen? Getarntes Auge, nö, Heiltrank, ja, eigentlich schon. Dorans Schild, Abwehrtotem, Schmuck. Ja, also Heiltrank holen wir erstmal ein. Da habe ich jetzt ja einen guten Tipp gekriegt. Einer reicht erstmal. Wir holen uns aber auch das Schild, oder? 440, dann sind wir komplett pleite eigentlich. So, aber die Vasallen sind jetzt da, alles klar. Dann kann es auch gleich voll losgehen. Und wir ziehen das Ganze hier mal durch. Achso, ich muss hier wieder, zack. So, ich spiele diesmal mit dem Master Digi zusammen. Der Master Digi hat mich hier in dieses Spiel mit reingeholt. Er hat auch gerade geschrieben, zum Glück nur für kurze Zeit. Spiel wir sind defensiv, weil die Gegner stark sind. Alles klar, ist ein guter Tipp von dir. Danke. Danke. Nehme auf. Nochmal, ja. Sagen. So, richtig gutes Deutsch, was ich hier bringe. Nehmen auf. So, wir sollen die obere Lane nehmen. Das ist ja die Top-Lane, ne? Sicher richtig, ja, so alles, ne? So, und wir sollen auf jeden Fall ein bisschen defensiver werden. Ich lasse mich schon wieder pullen hier, wie man merkt. Sehr gut. Und wieder zurückziehen. Glaub mir auch schön erstmal. So, den holen wir uns. Zack. Ah, lassen wir uns wieder pullen. Ich muss da wirklich aufpassen. Ich lasse mich echt immer pullen. So, er soll ja auch hier Regeneration haben und so. Aber ich soll defensiv spielen, dann machen wir das natürlich auch. Gar kein Problem. So, wieder ein bisschen zurückziehen. Alles klar. Ja, immer ein bisschen zurück. Die machen es genauso. Die gehen auch zurück. Es scheint wohl wirklich. Ich denke immer schnell, solange es noch geht. So. Da ist der Turm. Da gehen wir natürlich nicht hin. Da halten wir uns ein bisschen bedeckt. Ist ja klar. So, und hoffen, dass wir hier. Ja, worauf hoffen wir eigentlich? Bisschen wieder weg. Weg. Der will uns wieder zu seinem Turm loggen hier, der Spaß. Der hat schon Level 3, also der ist. Der macht das schnell hier. Wir brauchen mal ein paar Leute hier, Jungs. Wo seid ihr denn? Okay, das sieht doch ganz gut aus, alles klar. Der Garen zum Beispiel war jetzt richtig stark verwundet, aber wir sollen ja nicht angreifen. Wieder zurückziehen. Ein bisschen warten hier. So, wie kriegt man den letzten Kill? Auch immer eine gute Frage, ne? Wie kriegt man den letzten Kill? Ja, das sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. So, bevor er uns hier auch gleich ins Visier nimmt, dann sind nämlich alle Vasallen tot. Durchticken hier.
So, rauf auf den Feind. Zack. Der hat schon Level 4. Beat Stitch. Oh, der hat schon eine richtig gute Attacke und macht auch richtig gut Schaden da. So, da müssen wir ein bisschen Abstand halten. Das läuft ja eigentlich gar nicht so schlecht. Wir nehmen mal einen Trank hier. So, und er sagt, wir wollen was kaufen. Machen wir. Erstmal hin. Wie viel haben wir denn gesammelt hier? Nochmal einen Heiltrank holen. Jo. 731. Da können wir noch nichts uns holen, ne? Was ist denn eigentlich hier? Die Geistklinge, die brauchen wir auf jeden Fall. Die Geistklinge ist gut. Ja. Und so eine Rüstung wäre natürlich auch nicht schlecht. Da müssen wir aber noch ein bisschen sammeln, machen wir. Alles gut, komm. Aber es sieht auf jeden Fall gar nicht so schlecht aus. Ich bin noch nicht gestorben, bin Level 4. Also, läuft doch. Aber ich habe halt auch noch nicht so gute Bewertung hier, also... Noch nicht wirklich was geschafft. Tode noch keinen. Unterstützung nicht. Getötete Vasallen 9. Ist auch nicht so viel, ne? 3 zu 5 oder wie steht's? So, der Garen da ist, glaube ich, schon richtig gut, der andere. Ist, glaube ich, schon Level 5 jetzt, ne? Stimmt, sieht man das hier? So, der Garen ist gestorben vor allem. Hat Master Digi mal ein bisschen aufgeräumt. So, okay, den können wir gut bearbeiten, den Turm, das ist schon mal sehr gut. Er hat schon Level 5. Wir müssen hier mal eben kurz abhauen. Level 5. Ah, ich lass mich schon wieder pullen hier. Ja, komm, mach du mal deine Attacke. Alles gut. Jawohl, da ist er tot. Sehr gut. Das sieht sehr gut aus. Oh, da kommt eine Atombombe. Was war das denn, Alter? Krass, Alter. Der haut da erstmal einen richtig Wächter. Schön gemacht. So, und ich würde sagen, wir machen den Turm jetzt erstmal platt hier. Zack. Jawohl. So, der Turm ist sehr gut bearbeitet. Das finde ich klasse. Ist das eigentlich, das würde mich auch mal interessieren. Ist es für den Gegner eigentlich hier auch die Top-Lane? Das wäre mal eine interessante Frage. Ob es für den Gegner auch die Top-Lane ist. Wir können eigentlich hier mal so ein bisschen, ich weiß nicht, können wir die schon bearbeiten hier? Mal ein bisschen trainieren. Mal ein bisschen bearbeiten, die Jungs. So, eigentlich, der hat doch schon gar nichts mehr eigentlich, oder? Machen wir den. So, sehr gut. Lass mal Drohnen unterwegs. Da habe ich mich wieder pullen lassen. Ich war wieder geneigt, ihn umzubringen. Es hat wieder nicht geklappt. Mann, Mann, Mann. Da ich lasse mich da einfach zu sehr verleiten. So, da müssen wir erstmal weg.
Knappe Aktion. Erstmal wieder einen Trank nehmen. Eieiei. So, ich suche mir jetzt erstmal ein Gebüsch. Wollen wir mal ein bisschen Energie wieder zurückholen. Aber das läuft auf jeden Fall diesmal wesentlich besser. Finde ich. Also, das gefällt mir auf jeden Fall schon. Mit dem Master Digi, der hat mir da vorab auch schon ein paar Tipps gegeben. Das läuft sehr, sehr gut. Vielen Dank dafür. Wir sind jetzt Level 7. Er hat schon Level 8. Okay, ich bin da halt noch nicht ganz so der Pro, deswegen ist es mit dem Leveln auch alles noch nicht so ganz einfach, aber es läuft wesentlich besser als die Spiele davor, also muss man sich gar nichts vormachen hier. Ja. Alles klar, oh ja. Gut, die Vasallen müssen da jetzt mal ein bisschen... Wow, Alter, wo kommst du denn her, du Asi? Nein! Wo kommt er denn her, du meine Güte? Lukas, 78, 75. So ein Dreckskerl. Hat er sich einfach mal im Gebüsch versteckt? Ah, wie ärgerlich ist das denn bitte? Mann, dabei lief's doch gar nicht so schlecht. Ich wollte mich gerade zurückziehen, wollte auch dann zum, zum Haupttor spawnen, aber... Alter Schwede, verdammt nochmal. Ein Sackgesicht. Das gibt's doch nicht. So, Auge der Legion. Brauchen wir das? Stiefel der Wendigkeit. Ich hätte ja gerne sowas hier, aber dafür muss ich echt noch sammeln, ne? Ich hole mir jetzt erstmal wieder einen Trank. Ich sammle ein bisschen Geld, oder? Damit ich hier mal ein bisschen stellt. Alle 5 Sekunden 1% des maximalen Lebens wieder her. Ja, ist doch super. Loser 25. Plus 1 pro Champion-Stufe. Magischen Schaden. Also sowas brauche ich. Klinge der Unendlichkeit. You must Geistklinge. Plus 30 Angriffsschaden. Ja, sowas möchte ich gerne haben. Dafür brauche ich aber noch ein bisschen. Wir müssen zurück auf unsere Lane. Ich hätte mich ja wirklich gefreut, wenn es mal ohne Tod geklappt hätte. Und ich weiß auch gar nicht, für wen es eigentlich besser läuft im Moment. Auf jeden Fall wurde ein Verbündeter getötet. Da ist gerade richtig Action. Mal fragen, wie läuft's hier? Oh, Ich bin bereit. So, er sagt, es läuft ganz gut. Okay. Dann gehen wir erstmal wieder auf unsere Lane hier. Level 7. So, den haben wir getötet, das ist gut. Sehr gut, da standen mal eben 3 Stück mit drin in dem Pulk. Das ist richtig gut. So. Und beide Champs haben wir hier eliminiert. Verbündeter wurde getötet. Ey, wieso hast du mich denn da schon gesehen? Geht noch. So, ich soll nicht so viel Heiltränke benutzen, wurde mir gesagt. So, ich soll mal ins Gebüsch gehen hier, okay. Der kommt doch gleich hier rein, oder? Ah, nicht pullen lassen wieder. Don Scipio Afrik, okay. Sehr guter Name. So, aber das sieht nicht so gut aus. Ich müsste hier mal ein bisschen... Wollte einer ein bisschen rumleveln. Level 10, den kriegen wir nicht. Den kriegen wir nicht. Da konnte ich aber nichts machen. Er hat mich natürlich gesehen. Verdammt. Das war natürlich Mist. Da haben wir uns ein bisschen hinreißen lassen. Ich hätte mich zurückziehen müssen. Ich muss mich einfach viel öfter zurückziehen.
Nur was mich wundert, der hat dann schon Level 10 und 11. Wie geht das so schnell? Wie kann man das so schnell machen? Du kannst ja nicht immer nur diese Last Hits machen. Das kann es doch nicht sein, oder? Das können ja nicht nur diese Last Hits sein. Man kriegt die ja oft auch gar nicht. Das ist ja nicht immer beeinflussbar mit den Last Hits. Also... Oftmals arbeitet man vor oder man wartet. Er greift ja auch automatisch an. Also... Ein Gegner wurde getötet. Don Scipio Afrik wurde getötet. Sehr gut. Master Digi. Klasse. Sei mutig. Sei gerecht. Garen wurde auch getötet. Sehr gut. So, da war mal wieder ein Last Hit, endlich mal. So, er hat schon Level 11. Ja, Leute, echt. Why? Da kann ich alles machen so schnell. So. Wären die auch stärker eigentlich? Eben waren die ein bisschen einfacher, oder? Toshimi da. Großes Monster. Gibt's doch nicht. Wie bin ich denn jetzt so schwach gegen euch? Meine Güte. Ja, das wolltest du, ne? Nein, komm, warum nein? Nein, Alter, nein. Mann, ey, warum? Wie können die denn so schnell auf einmal werden? Jungs, helft mir! Ich war so gut, jetzt habe ich schon wieder 3 Kills hier hinter mir. Es gibt's doch nicht. Wie kann der denn so schnell sein? Ich lauf doch schon weg. Gegnerische Doppeltötung. Gibt's doch nicht, echt. Oh, huch. Nee, wollte ich gar nicht. Jungs, wann versehen. So, was hole ich mir jetzt? Jetzt habe ich da mal ein bisschen Geld. Unaufhaltbar. Einmalig, passiv. 20. Rüstungsdurchdringung. 8 Sekunden lang. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Also die Geistklinge soll ja sehr gut sein. Sonnenfeuerumhang verursacht 25 pro Championstufe magischen Schaden. Wir haben keinen Magie. Stellt alle 5 Sekunden 1% des maximalen Lebens wieder her. Der ist eigentlich nicht schlecht, ne? Aber der auch. Der ist natürlich auch richtig gut hier. 15% Chance auf kritischen Treffer. Den nehme ich jetzt mal. Ja. Müssen wir natürlich wieder richtig warten hier. Okay. Ja. Ja, gut. Okay, nee, das können wir so machen. Ich habe erst Level 9. Die haben alle schon über 10. Das nervt echt. Das ist wirklich nervig. Sieht man eigentlich, wann man auf die nächste Stufe kommt? Euer Team hat einen Turm zerstört. Kann man das irgendwo sehen? Ob wann man ein neues Level erreicht? Das würde mich mal interessieren. Wir kämpfen für die Schwachen. Aber ich glaube, es sieht echt nicht so schlecht für uns aus. Wir haben hier noch unsere Master Digis legendär, okay? Wie schafft man sowas? Ach, ich check das alles nicht. Für Demacia. Hoffnung.
So, er zieht hier gerade auch alles durch. Wir gehen da mal ein bisschen hinterher. Den hier mal angreifen, oder was? Warnung. Episches Monster. Mächtig und bösartig. Großartige Gold- und Magiebelohnung. Nie allein. Alles klar, das ist hier der große Endgegner, oder was? Da oben ist aber... Verbündeter, oder was? Okay. Alles klar, hier ist schon wieder einer legendär. Die ziehen hier wirklich alles durch wieder. So, wir machen hier mal wieder die kleinen. Gegen die großen schaffen wir es ja nicht. Ihr habt's wieder gesehen, ne? Ihr habt's wieder gesehen. Ihr dachtet wieder, ich laufe hinterher. Ja. Ich war auch kurz davor. Da müssen wir, glaube ich, weg. Die ganzen Bomben hier. Jawohl, den haben wir, sehr gut. Aber der geht nicht auf unsere Kappe, oder was? Was? Das ist ja mies. Das ist ja echt gemein. So. Ein bisschen abwarten hier. Können die mich eigentlich sehen hier oben? Man weiß es nicht genau. So, wir mal ein Zeichen setzen. Helft mir! Wie macht er das? Warum ist er so schnell? Mann, ey. So, wir müssen mal wieder einen Zaubertrank hier nehmen, damit wir mal ein bisschen Energie wieder zurückbekommen. Oder wir machen es einfach mal wie der Master Digi, wir gehen mal zu unserem Hauptpunkt zurück. Sollte ich vielleicht auch öfter machen. So, wollen wir uns was holen? Nein, wollen wir nicht. Ich spare jetzt erstmal hier für was Größeres wieder. Ja, schon Level 15, ey. Schon Level 15. Demacia marschiert geschlossen. So, er geht ganz woanders lang. Ja, wow, ich hab einen Champion! Juhu! So, wir hauen mal wieder ab. Sonst
Der wäre ja tot. Ich kann auch eigentlich hier Heilung benutzen, ne? Diesen Champion kann sich 10 Sekunden lang durch Einheiten bewegen und bewegt sich 27% schneller. Okay, ja, da wurde auch der Tipp gegeben. Sowas soll ich öfter mal machen. Natürlich, klar. Magieresistenz. Brauche ich Magieresistenz? Aber nee, will ich eigentlich gar nicht haben. Ich will... Lass mich jetzt hier nicht zum Kaufen verführen. Inreißen. Nein, nein, nein. Wir sparen. So. So, aber der Kampf sieht echt gar nicht so schlecht aus. Für uns. Wir sind noch nicht so weit vorgedrungen. Master Digi ist wieder legendär. Und doch, wir sind eingedrungen, ja, wir sind eingedrungen. Da könnten wir vielleicht gleich mal mithelfen. Ja, wir haben einen Inhibitor. Inhibitor. Vernichtet. So, er heilt sich da, okay. Yeah, habt ihr die Kombi gesehen? Habt ihr die Kombi gesehen? Ja. Gleich mal schneller gelaufen. So, wir haben den Turm zerstört, jawohl. Klasse, und kriegen auch noch ein bisschen Hilfe hier vom Burning Blade. Sehr gut. So, und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier nach unten. Um hier in der Mitte wieder ein bisschen mitzuhelfen. Wow, Kollegen, ihr seid ja schon ein bisschen heftiger drauf hier. Nee, die sind natürlich jetzt hier auch gar nicht mehr so schwach, die Jungs. Ja, und er sieht natürlich nur mich! Ist ja klar, weil es ja klar ist. Boah, hier ist die Action jetzt groß, hier ist die Action groß. Wir müssen hier mal abhauen, mal eben. Große Action hier, große Mega-Action. Wir werden da gleich mitmischen. Wir werden da gleich mitmischen. Jetzt nämlich. Jetzt mischen wir da mal richtig mit. Jawohl. So läuft's. So muss es laufen. Richtig gut gemacht. Es lief dann zwischenzeitlich gar nicht mehr so gut für uns. Weil wir uns da ein bisschen haben pullen lassen. Beziehungsweise die waren dann halt auch sehr schnell auf einmal. Der eine da zum Beispiel, der mir einfach hinterhergelaufen ist. Ich hätte natürlich den Zauber anwenden müssen, um schneller laufen zu können. Da habe ich in dem Moment natürlich nicht dran gedacht. Ist mir aber zum Glück später mal wieder eingefallen. Muss ich auf jeden Fall früher dran denken. Das war's für diese Folge. Wir sehen uns. Tschüss. Über dein Abo würde ich mich riesig freuen. Und wenn du magst, dann kannst du mich adden. Dann können wir gerne mal mit oder gegeneinander zocken. Und natürlich darfst du auch gerne deine Tipps und Tricks für mich dalassen. Also, wir sehen uns.